Thanks. Du mich auch. So, hatte ich das da drüben jetzt schon gehackt oder noch nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin ein verwirrter kleiner Mann. Mit 1,92 Meter bin ich nicht klein, aber hey. Okay. Dann kann ich ja jetzt wieder irgendwo anders hingehen. Nein, das hatte ich auch schon gehackt. Moment, was? Ich krieg das schon in den Griff. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Da bin ich auf jeden Fall falsch. So muss ich in die andere Richtung. Zumindest will ich in die andere Richtung. So, was ist da noch? Nichts. Außer ein sehr hoch aufgelöstes Gitter. Komme ich denn da drüben hin? Nächste Frage, will ich da drüben hin? Nächste Frage, wo muss ich denn überhaupt hin? Bei näherer Überlegung muss ich ja noch die andere finden, oder? Nicht schon. Nicht, dass mir das entgeht, das wäre irgendwie scheiße. Was zur Hölle ist denn da drin? Wofür ist denn das gut? Es sind immer noch Kameras aktiv. Exit. Oder warte mal, ich will glaube ich doch nochmal raus und nochmal was gucken gehen. Und zwar Bilder. Jetzt bin ich unten. Hier haben wir das hier. Das sind die Crewdecks. Das hier ist dann Galeo oder Chemlab? Nicht aus wie ein chemisches Labor. Das hier ist ein chemisches Labor. Ja, aber sonst war ich hier überall, ne? Ja, hier war ich überall. Okay, kann ich das. Brauche ich da doch nicht mehr lang. Okay. Habe ich die Lage ja voll unter Kontrolle. Oh, das funktioniert. Ich bin überrascht. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass ich runterfalle und sterbe oder so. Oder Schaden nehmen. Sterben vielleicht nicht, dazu habe ich momentan zu viel Lebensenergie, aber insgesamt Schaden nehmen auf jeden Fall. Ja. Gut, dann muss ich jetzt wohl doch da hoch. Ja, du gehst mir auf den Sack. Da fahren wir einfach mal ein Stück Sprengstoff doch hoch. Und erlege das Problem erstmal auf weniger orthodoxe Weise. Und warte mal, kann ich da raus? Ja, kann ich? Bringt mir das was? Was war denn da Schönes? Wir haben jetzt fast den Gang. So, jetzt brauche ich glaube ich noch eins, ne? Spring mal runter, weil ist da noch irgendwas Spannendes. Munition, die ich nicht brauche. Wie kann man von diesen Zellen tragen? 1 Million. So, dann. War das hier schon alles spannend? Toll. Ich dachte, da wäre ein volles Secret, weißt du? So mit Atomraketenmunition. Hallo. Und tschüss. Dann muss ich jetzt noch da hoch und. Muss ich da hoch? Ich muss sagen. Oh, das ist. Selbstanlage funktioniert natürlich noch.
Okay, wir werfen eine dahin und eine dahin. Das sollte jetzt genug Eindruck hinterlassen haben, oder? Sieht ruhig aus. Schön. Funktioniert. Ich weiß halt, was ich tue, ne? Entriegelt. Kamerastatus ein, aus. Alles aus. Oh, das ist schon aus. Was auch immer ich da jetzt gerade entriegelt habe, aber hey. Ich hab keine Ahnung. Ist auch nicht so, als wenn das Schiff groß wäre. Ist ja sonst noch irgendwas? Oder habe ich alles in die Luft gejagt? Ich habe offensichtlich erfolgreich alles in die Fetzen gesprengt. Großartig. Die Leiter. Ich hasse diese Leiterphysik hier. Aber leider muss ich sie ertragen. Ha. Ha. Oh. Mann, war der Witz gut. Ah, toll. Jetzt ist das hier offen. Was soll mir das bringen? So, wo war ich denn jetzt hier? Unterdeck. Also, ich war hier. Das hier habe ich in die Luft gejagt. Kontrolltor, da war ich. Ich war da. Ich war... war ich denn noch nicht? Moment mal, Control Tower. Wo geht's denn hier noch hin? Das führt mich ja nur hier durch, ne? Ja. Ach nee, das war dann. Ach so, okay, ich verstehe. Das ist dann nur hier nochmal einen Stock höher praktisch. Da habe ich die. Habe ich die zwei hier? Wenn ich die zwei hier finde. Hier haben wir das Exit. Hier hinten. Das habe ich schon. Okay, das dampft schon. Alles klar. Ich habe auch schon das in Tower. Was könnte ich noch vergessen haben? Ne, das bei elektrischen System hatte ich auch. Bleibt im Prinzip noch das. Wie bleibt nur noch das im Helikopter, oder? Wenn ich jetzt keinen Fehler mache, dann bleibt es noch das im Helikopter. Ja, ja, bla bla. Helikopter müsste noch sein. Das da unten habe ich auch schon gesprengt, ja. Ich war schon sehr fleißig heute. Ich erzähle mich erstmal das selbst. Dieses selbstverletzende Verhalten, der Wahnsinn. Revolier mich mal. So, wo ist denn jetzt hier das. Ah, da ist es. Springen wir noch ein bisschen was in die Luft. Mich wohl beeilen sollte? Was passiert jetzt, wenn man 30 Minuten wartet? Passiert da irgendwas? Hat das mal jemand ausprobiert? Einfach mal 30 Minuten stehen bleiben und gucken, was passiert? Was mir jetzt den nächsten Punkt bringt. Zur Hölle bin ich jetzt und nächste Frage, wie komme ich hier wieder raus? Ich hänge jetzt hier fest. Ich hänge an der Kante hier fest. Danke. Obwohl, ich wollte hier gar nicht hin. Zur Hölle bin ich hier. Nein, lass mich doch. Ah!
Das war eine ganz schlechte Idee, hier reinzugehen. Ich weiß nicht, zur Hölle. Nein. Nein. Ich hoffe mal, dass wir in 30 Minuten, das ist nur ein Witz. Ich werde nämlich länger brauchen. Ich bin voll durch die Gegend geschleudert. Damit kann man doch nicht sauber arbeiten. Willst du mich verarschen? Könnte ich jetzt bitte mal da hoch gelangen kommen tun? Danke. Hey, ich habe nochmal 30 Erfahrungspunkte bekommen. Was sich mal voll gelohnt hat, wie ich finde. Mit voll gelohnt meine ich, das hat sich gar nicht gelohnt. Und hier war ich schon mal. Get overboard! Wieso denn? Was hast du denn? Das ist dein Problem! Das ist die See. Ach nee, Moment. She's breaking up. Meine, die ist. Sie? S. Ach, leck mich. Das ist doch nur ein leichter Sturm. Leicht Flut. Weil wir sind ja im Hafen. Da hat man Ebbe und Flut. Ihr wisst schon. Ja, komm. Ich hau mal lieber ab. I saw alarms active everywhere and bulkheads closing. Get out of there now. At the west end of the dock is a maintenance door to the air conditioning system. A ladder will take you to the ventilation channels. Jock is waiting on the roof. Muss ich jetzt diese andere noch finden oder kommt die erst später? Ich bin verwirrt. So minimal. So, wo soll ich die runter? Ich glaube, da soll ich runter. Ich hänge an der Leiter fest, allerdings auf der falschen Seite. Scheiße, ist das denn? Das war jetzt der schnelle Weg. Die schnelle Weg. Wesley Ende ist doch für Westen, was ist denn hier Westen? Offensichtlich schwimme ich jetzt ein Stück. Weil jetzt soll ich schwimmen skillen, eigentlich ist brauchbar, das ist selten. Ich spare mal wegen Strom. Bin an der falschen Seite unten. Das dauert mir zu lang. Das dauert ja viel zu lang. Westlichen Ende, was soll denn das sein? Ah, ich vermute mal da? Nee, hä? Das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. War jetzt so, glaube ich, nicht ganz geplant, aber hey. Und ich habe den Alarm ausgelöst. Nein, wie konnte das noch passieren? Ich meine. Hey, you're the guy Vinny was talking about. Sandra's friend. Yeah? We're 100% behind you. We want to know what's happening on the ship. Me too. The code to the ramp is 6655. It's that easy. But watch out for the guys on night patrol. I will, thanks. Good luck. Hey, that's cool, you know, Vinny? Ja, kenn ich. Familie Carruthers genoss einen Spaziergang am Strand von Sokal, als sie über eine Wissenschaft möglicherweise braucht, bedeutende Entdeckung stolperte. Meine Frau hat es zuerst gesehen, sagt Dan Carruthers. Zuerst hielten wir uns für eine angespülte Eidechse, aber es war zu groß. Hat einen riesigen Kopf und Federn an den Armen, aber es sah nicht wie ein Vogel aus. Dann dachte ich, vielleicht ist einer dieser prähistorischen Fische, die längst ausgestorben sein sollen. Schließlich habe ich jemanden angerufen. Der seltsame Kadaver wurde biologische Fakultät an der Universität von Kalifornien Los Angeles gebracht, wo er Dr. Jake Hermann untersucht wurde. Auf den ersten Blick scheint der Kadaver keine unserer bisher bekannten Taxonomien aufzuweisen, sagt Dr. Hermann. Oberflächlich betrachtet handelt es sich dabei um eine Seemöwe, aber das Wesen zeigt zahlreiche reptilienartige Eigenschaften. Die Carruthers haben den Fund anscheinend schon verarbeitet, obwohl ich zugeben muss, dass ich sehr aufgeregt war, als Dr. Hermann sagt, sie wollen es nach uns benennen. Toll. Gut, dass ich das jetzt finde und gut, dass die Kamera sich einen Scheiß für mich interessiert.
geht's denn da noch lang? Das ganze Restroom. Ja, für das ganze Restroom-Schild hat es wohl nicht mehr gereicht. Leute, ich bin hier beschäftigt. Leute zur See waren im Interesse der allgemeinen Sicherheit und zu ihrem Eigenschutz werden zahlreiche Patrouillengänger den Docks durchgeführt. Solange die PACS Warcloud im Hafen vor angelegt, die Gangway der Warcloud bleibt gehoben. Sollten Sie oder einer Ihrer Männer Zugang auf die Warcloud benötigen, verwenden Sie zum Absenken der Gangway den Sicherheitscode 6655. Wiedergabe dieser Codes an unbefugte Personen wird mit schweren Disziplinarstrafen geahndet. Bitte weisen Sie Ihre Männer, diese scheiß Explosion, ne? Männer an, die Anweisungen des Sicherheitsbeamten der FEMA vor Ort Folge zu leisten. Was haben denn diese ganzen Explosionen zu bedeuten? Man könnte fast meinen, hier wird ein Schiff gesprengt. Geht ja voll auf den Sack. Kann das mal jemand abstellen, dieses Schiff? Das geht mir so minimal auf den Sack. Okay, hier funktioniert es zum Glück nicht. Aus. Nicht, dass ich das jetzt noch bräuchte, aber... Datenkubus, Leute zur See... Ja, das hatten wir eben schon. Oh, Moment, hier geht's. Ah. Hier könnte ich auch rein, hätte ich auch reingehen können. Aber das sind diese lustigen, unlustigen Wachroboter. Ja. Die Erde bebt. Ich habe es mitbekommen. Ich glaube, der Alarm wurde ausgelöst. Ich weiß gar nicht von wem und durch was. Hey, Accomplishment Trigger. Was will mir das Spiel damit sagen? Dass ich das früher hätte tun sollen? Gucken wir mal, was daraus ist. Ein gigantischer, überhaupt nicht auffälliger Gullideckel. Ah, hier wäre ich dann... durch den Untergrund durchgekommen. Da gehen wir nicht lang. Ich weiß, irgendwie gefällt mir der Weg nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Mann, der taucht ja echt gut. Wow, die treiben sogar wieder die Oberfläche. Das Spiel ist besser als heutige Spiele. Okay, das ist nicht so schwer. Neues Spiel ging. Gut, im neuen Spiel kannst du Leichen gar nicht durch die Gegend werfen. So, wo muss ich jetzt aber noch mehr hin? Westlichen Ende des Docks. Okay, alles klar. Das geht überhaupt nicht auf die Nerven, diese Tröte. Überhaupt gar nicht. Kann ich auf die Aufzugstelle leider nehmen. Fällt mir so einfach heraus. Moment. Will ich den jetzt? Schön, wie ich alles mache, nur nicht das, was ich so. Hier hätte ich glaube ich nicht rausgehen sollen, oder? Bin ich jetzt hier richtig? Nee, ich bin nicht richtig. Vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich soll auf jeden Fall aufs Dach klettern. Keine Ahnung auf welches Dach, aber passt schon. Ich weiß, was ich tue manchmal. Ich höre einen Helikopter in der Ferne. Ich kann schon mal nicht so falsch sein. That does it. The ship is sinking. Jockey is touching down on the roof and will take you to Stanton Dowd. Dowd has determined who engineered the virus. Was habe ich dabei? Haben wir das Schiff irgendwo sinken sehen? Ich glaube nicht. Bevor ich gehe, möchte ich noch ein bisschen was wegwerfen.